Deutlicher ging es da beim deutschen Eishockey-Finale zu. Die Adler Mannheim, das überlegene Team der Hinrunde, verlor das dritte Playoff-Spiel. In eigener Halle ging der Favorit 1:6 gegen den Titelverteidiger aus Ingolstadt unter. Der ganze Frust der Mannheimer entlud sich in wilden Prügeleien. Aber auch da zogen die Adler den Kürzeren. Das erste Gegentor durch Perea steckte Mannheim noch weg. Kurze Zeit später gelang Hospelt der Ausgleich zum 1:1. Mehr ließ Ingolstadt nicht zu. Wir haben gewusst, Mannheim wird eine Reaktion zeigen nach dem Heimsieg von uns. Und haben eigentlich im ersten Drittel zwar einige Chancen zugelassen, aber trotzdem unheimlich viele Schüsse geblockt und unheimlich wenig Fehler eigentlich gemacht. Für das zweite Drittel entwarf Ingolstadts Trainer Horas dann die richtige Taktik. Schnell und tief wurde die Scheibe ins gegnerische Drittel gespielt. Back sorgte mit dem 2:1 für die erneute Führung. Ingolstadt dominierte und legte gleich nach. Mit dem 3:1 durch Brocklehurst. Mannheims Demontage in diesem Drittel war damit aber noch nicht beendet. Dem 4:1 folgte nur 33 Sekunden später das 5:1 der Ingolstädter. Dann sind wir im zweiten und dritten Drittel immer besser in Schwung gekommen. Haben einfach, glaube ich, die schlaueren Entscheidungen getroffen, haben die Scheiben tief gebracht. Brendenbach krönte den meisterlichen Auftritt im letzten Drittel mit dem 6:1. Ingolstadt führt in der Finalserie Best of 7 mit 2:1 und empfängt die Mannheimer am Freitag zum nächsten Spiel.